Nehmen Sie dies als Verwandlung des Menschen, dann müssten Sie ungefähr die Zeit sich denken, mit 45, spätestens 50, es kommt nicht drauf an, auch 75, wie ich jetzt stehe, wäre noch gerade früh genug, ich gebe aber zu, ein bisschen spät, denn doch. Worauf es ankommt, wäre dieses. Bis dahin vielleicht, die ganze erste Jugendphase haben wir dahin gebracht, zu tun, was man mit uns vorhatte und ein bisschen persönliche Freude da hinein zu säen. Aber aus uns wurde das, was werden sollte, mehr oder minder. Gefragt, wer wir sind, hätten wir bis dahin antworten können, wir waren halt die Kinder unserer Eltern. Das sind biologisch die Gene, das ist psychologisch die Erziehung, das ist soziologisch das Milieu und all das zusammen, César, sind wir heute. Diese Antwort taugt nur ganz begrenzt. Irgendwann sind Sie selber dran, Auskunft für sich zu geben. Wer möchte ich denn sein? Dann hört die Frage auf, was wollten denn die anderen von mir? Was ist das Konzept für mein Leben? Welche Sinnmitte entwerfe ich für mich? Woran glaube ich eigentlich? Und in dem Sinn, wer bin ich wirklich? Plötzlich treten wir aus all den Hüllen heraus und begegnen uns selber. Und Sie sind am Ursprungsort aller Ethik, wenn Sie sie nur im rechten Sinne religiös fundieren. Immanuel Kant hat einmal auf die Frage, was ethisches Handeln sei, die simple Antwort gegeben, es bestehe darin, einen Menschen stets zu betrachten als Zweck an sich selber und nie als Mittel zum Zweck. Der Satz ist deshalb ungeheuer, weil wo immer Sie sich umschauen, das Gegenteil wie selbstverständlich akzeptiert wird. Menschen sind als erstes Mittel zum Zweck zur Renditesteigerung im Kapital. Es muss retournieren, sie müssen funktional sein, sie müssen tüchtig sein. Es muss was mit ihnen zu machen sein. Und die Frage, was kann ich mit dir machen auf dem Arbeitsmarkt, entscheidet über alles zwischen Bettlertum und Karriere. Es muss mit ihnen was zu machen sein. Zweck an sich selber. Wäre ja ungeheuer, auf welchem Kasernenhof wäre denn, dass ein Soldat ein Zweck an sich selber wäre? Die Augen geradeaus, das ist Mittel zum Zweck im Räderwerk des Todes. Das wird trainiert, bis das kein Gedanke mehr ist. Kein Gefühl mehr, nur noch der Apparat, außen gelenkt. Ganz anders hier. Wir treten ein, irgendwann muss es sein, spätestens wenn Sie in rechtem Sinne erwachsen werden und begreifen die heilige Kostbarkeit, sein und leben zu dürfen. Wem sind Sie es schuldig? Außer der Macht, aus deren Händen Sie sind und in letzter Verantwortung sich selber. Deshalb meinte Kant, dass Moral ohne einen religiösen Hintergrund gar nicht sein könnte. Schon die Erwartung von Gerechtigkeit ist immer unerfüllbar auf dieser Erde, würde sich sinnlos vergeuden oder sie käme an in der Vorstellung der Unendlichkeit. Wir hätten plötzlich unser Dasein eingerichtet als einen Heiligtumsraum, der nicht mehr auf ein Drittes hin abzuziehen wäre. Und wir hätten ein Krönlein da drin. Auch das ist ein wunderbares Bild. Man hätte in den Tagen Immanuel Kants vor 230 Jahren gesprochen von Autonomie. Bis dahin verehrt man den Souverän, den Herrscher, absolutistischen König oder Kaiser. Er trägt die Krone auf dem Haupt und er hat lauter Untertanen. Jetzt plötzlich heißt es, setzt du dir selber die Krone auf. Denke du selber. Herausführung des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Frei zu sein. Fichte wird später schreiben, Freiheit ist die Tathandlung des Ichs. Sie wird nie geschenkt, man muss sie sich nehmen. Durch Selbstbewusstsein, durch Reflexivität und das alles verkörpert das Lenchen. Denken und fühlen, mit welch einem Wertbewusstsein, mit welch einer Eigenständigkeit. Sie können ganze psychologische Kurse entlang dieser Verwandlung durchgehen, da man manches amerikanisch sagen muss, damit es glaubhaft wird. Ein Slogan bei solchen Kursen lautet stets, be your own chairman, sei dein eigener Vorgesetzter. Soll heißen, lass dir jetzt mal nicht sagen, was die anderen sagen. Denke selber, sage selber. Das konnte ich lernen schon mit 15. Wir hatten einen guten Deutschlehrer, der, wenn er schwierige Fragen stellte, zu hören bekam, ich würde sagen,
Und er fiel sofort dazwischen und sagte, sagen Sie nicht, ich würde sagen, sagen Sie. Stehen Sie zu dem, was Sie denken und fühlen und reden sich nicht heraus mit Hypothesen, mit Unklarheiten. Und er ist überhaupt kein vernünftiger Anfang. Sagen Sie.